Okay. So, Infrastructure Review auf dem 33. Chaos Communication Congress. Eine große Runde Applaus für die Vortragenden und auch ein herzliches Willkommen von uns aus der Übersetzerkabine. Hallo alle zusammen, ich bin Riggs. Das ist Riggs, ich bin Rami, wir sind der technische Teil des Vorverkaufs und des Cash, des Geldverkaufs. Und wir möchten ein paar der interessanten Daten zeigen, die vor diesem und während dieses Events passiert ist. Wir fangen mal mit dem Presale an. Die aller von Ihnen haben das Ticket vor dem Event bekommen. Wir haben hier kein einziges Ticket verkauft, also war sehr wichtig. Und dann, jetzt, wo wir wissen, dass das alles sehr schnell ausverkauft wird, was wir von letztem Jahr wussten, haben wir das so gemacht. Wir hatten zwei Schritte in der Vorverkaufsszene. Wir hatten einen Voucher und einen offenen Verkauf. Wir haben dieses Gutscheinsystem implementiert, weil wir alle die Leute, die Congress möglich machen in der allerersten Seite, dass die alle hier sein konnten. Und das sind die Engel, weil wir die ganzen Engel brauchen, die hierbei helfen. Aber es sind auch die ganzen anderen Teile der Gesellschaft, der Gruppe, diese Erfahrungen herzustellen. Weil wir nicht alle von ihnen kennen, haben wir diesen weitergegebenen Gutschein. Sobald man einen Gutschein hatte und man ein Ticket gekauft hat, hat man einen neuen Gutschein bekommen für eine andere Gruppe, für eine andere Person, vielleicht von einer anderen Gruppe oder von irgendwo auf der Welt. Also wir haben diese Erfahrungsaustauschkreise, die Chaos-Treffs und die Hackerspaces in Europa und teilweise sogar outside, außerhalb von Europa benutzt, um diese Gutscheine auszuteilen. Auf der Software-Seite war der Ganze von Pretix gehandelt worden, eine Python- und Django-Applikation, die wir für den kleinere MMCDs erstellt haben. Das ist ein Event in Darmstadt. Und es ist ein Open-Source GitHub-Version und wir haben sehr schöne Plugins, womit wir diese Vouchers durchführen konnten. Die anfängliche Hardware, die wir benutzt haben, ist ein dedizierter Server, der 8 Core CPUs hat und 32 GB Arbeitsspeicher. Nach dem ersten Gutscheinephase, gegen Ende Oktober, haben wir den offenen Verkauf im November gemacht. Und wir haben den offenen Verkauf wieder in drei Runden aufgeteilt. Wir haben die in drei verschiedenen Tagen Tickets verkauft, sodass Leute, die aus irgendeinem Grund nicht darauf zugreifen können, auch Tickets kaufen konnten. Und wie Sie vielleicht wussten, in der ersten Periode, in der ersten Runde, wurden alle Tickets von Toastern gekauft. Und einer dieser Toaster ist wirklich angekommen. Zweitens, wir leider haben Sie viele Fehlernachrichten bekommen an diesem Tag. Die Bedarf zum Server war mehr als 400 HTTP-Anfragen pro Sekunde in wenigen Stunden und obwohl die ersten Tickets innerhalb von 13 Minuten weg waren, ging das einfach weiter. Um damit arbeiten zu können, haben wir in der nächsten Runde ein Queue-System implementiert, das wir benutzt haben, um schnell diese Ladung zu verteilen, ohne den ganzen neuen System neu zu bauen. Wir haben einen zweiten dedizierten Server als Reverse-Proxy vor den Original-Server gesetzt und haben ihn benutzt, um die Anzahl der Leute, die wirklich den wirklichen Ticket-Shop aufrufen, zu reduzieren. Wir hatten eine Ding, da konnte man sagen, hey, join the queue, und dann hat man einen Platz auf der Queue bekommen, und dann hatte man seine eigene Position, und die wurde immer weniger, und wir haben einige von 10 Personen auf einmal in den Ticket-Shop gelassen, um die da, dass es langsamer ist. Das Ganze wurde in Nginx implementiert mit Lua. Und in der zweiten Runde, natürlich, man kann auch Snake spielen auf der Warteseite und wenn man das einbetten möchte irgendwo anders, ist es auch auf GitHub. Und
Wir waren sehr froh, dass das VOG, das Videoteam, dabei geholfen hat, ein paar Server-Ressourcen zu teilen. Die haben den ganzen CSS und JavaScript gehostet. Und das war eins der Tage. Wir hatten 20 GB nur statische Inhalte, die ausgeliefert wurden. Und in der zweiten Runde hatten wir mehr als 1000 Anfragen pro Sekunde, die wir sehr gut mit denen wir sehr gut umgegangen sind. Es gab sehr wenige Fehlermeldungen in der Queue und selbst wenn man durchgekommen ist, dann hatte man sehr wenige Fehler in dem wirklichen Shop. In der dritten Runde hatten wir bis zu 3000 Anfragen pro Sekunde und wir hatten leider einen Bug in der Queue-Straße und das hat dazu geführt, dass niemand eine Queue-Position bekam und wir mussten um 10.15 Uhr es neu starten. Wir haben es 10 Minuten vorher veröffentlicht und zu dem Zeitpunkt lief es super wie den zweiten Verkauf mit sehr wenigen Fehlermeldungen. Wir haben ein paar Zahlen von diesem Vorverkauf. Der erste war nicht so witzig für uns. Wir hatten 1736 Support-E-Mails bekommen. Die haben wir mit 4 Helfern abgearbeitet. Vielen Dank an Martin, der nicht mal hier ist. Die Gutscheine wurden weitergeteilt und die längste Kette, die gebaut wurde, war 15 Gutscheine lang und ich glaube, das ist ziemlich viele, wenn man daran denkt, wie lang die Gutscheinphase war. Und die nächste ist was sehr Interessantes. Die Zeit, die man gebraucht hat, damit ein Ticket bezahlt werden wurde, waren 8,6 Tage. Aber wenn man nur die Tickets, die mit dem Gutschein gekauft wurden, oder nur Tickets ohne Gutscheine, das waren 9,2 Tage. Und wenn man nur die mit Vouchers kauft, dann sind es 6,8 Tage. Das Weitergabesystem war sehr hilfreich, um die Bezahlungsgeschwindigkeiten zu erhöhen. Wir waren, leider gibt es die nächste Statistik, 20% der Benutzer haben Gmail benutzt, um für ihren Ticket sich einzuloggen. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr besser wird. Zweiter Platz, GMX. Ja. Vierter ist Posteo. Sagt mir jetzt auch nichts. Wir haben noch einen, der dabei ist. Und 2% hatten wir Domains von ccc.de, Unterdomains, lokale Hackerspaces und so weiter. Also, da können wir uns noch ein bisschen verbessern. So, ich gebe weiter zu Riggs für den Barverkauf. Danke. Ah, okay, weil neues Vorverkauf implementieren und Replikationssystem nicht wirklich ausreichend war für uns, haben wir auch die ganze Software für den Barverkauf neu zu updaten und wir nennen das ganze System C6SH, das letzte war C4SH und Versionsnummern gehen immer von 4 zu 6. Es ist auch basiert auf Python und Django und wir haben es im Januar veröffentlichen, sobald wir die letzten schlechten Hacks, die für dieses Event eingefügt wurden, hoffentlich auf GitHub und den wunderbaren Leute auf den entsprechenden Twitter-Accounts werden das zeitnah veröffentlichen. Die Software, die wir implementiert haben, ist die Software, die wirklich auf dem Cache-Desk läuft, wenn man das Kongresszentrum betritt. Und es macht auch viele Hinterzimmeraktionen, wie viele Bändchen ausgegeben wurden und ob das Geld in den Bargeldkisten ungefähr richtig ist, also in der richtigen Region. Wir hatten mit diesem Event 5 Barbezahlsysteme, wir hatten 22 Engel und ist weniger als letztes Jahr, weil wir nicht so viel zu tun hatten dieses Jahr. Und wir hatten 8 Troubleshooters, das sind die netten Leute, die an der Seite waren, die konnten helfen, wenn man
sein Ticket vergessen hat, die E-Mail-Adresse vergessen hat oder das Bändchen verloren hat und sowas. Also fragt einfach nicht. Wir hatten bis zu 27 Transaktionen pro Minute am Tag 1 ungefähr 10 Uhr. Ja. Oder Mittag. Das bedeutet 5 Transaktionen pro Minute pro Tisch. Also eine Transaktion alle 12 Sekunden. Das ist sehr, sehr gut. Um Beispiel, letztes Jahr waren es 20 Transaktionen pro Minute, was auch sehr gut ist, weil wir letztes Jahr echt noch Tickets verkauft haben. Also da war Bargeldhändlung dabei und das dauert einfach länger. Die maximale Wartezeit in der Schlange, in dem Gebäude war dieses Jahr 5 Minuten. Wieder aufgrund von, weil wir keine echten Barverkäufe gemacht haben. Wir mussten eigentlich nur die QR-Codes scannen und den Bändchen ausgeben. Das waren 17 Minuten im letzten Jahr, was auch sehr, sehr gut war, wenn man mit Geld damit umgeht. Und die 17 Minuten ist nur die Zeit in der aktiven Schlange. Das heißt, wenn man 2 Stunden vorher reinkommt, um ein Tagesticket zu bekommen, dann hat man 2 Stunden gewartet, bis wir geöffnet haben. Das ist alles von uns und vielen Dank für euer Interesse. Ich bis nächstes Mal und ich gebe weiter zum NOC, dem Netzwerkoperationscenter. Okay, Leute. Vielen lieben Dank, Dankeschön. Und ganz herzlich willkommen zu dem Netzwerk-Infrastruktur-Review von diesem Kongress. Wir müssen leider mit einer Entschuldigung anfangen. Wir haben nach dem Kongress von letztem Jahr erkannt, dass wir einfach nicht die Fritzbox-Erfahrung präsentieren können auf dem Kongress, die ihr verdient. Wir haben euch leider hängen lassen. Deshalb haben wir uns für dieses Jahr nochmal an die Tische gesetzt und was Neues designt, um was ganz Neues zu erreichen. Etwas, was das Erleben des Netzwerks wirklich verändern sollte. Etwas, was sich mit unserer Vision deckt. Wir haben verstanden, dass die Netzwerke das am meisten benutzte ist auf dem Kongress und wir erwarten, dass diese Netzwerke uns auch mit den sozialen Netzwerken verbinden. Wir brauchen die Verbindung zu unserem täglichen digitalen Leben. Das ist aber nicht genug. Wir wollen mehr. Wir sind der führende Internetanbieter im CCC-Ökosystem. Und als solcher wollten wir euch ein wirklich tolles, einfach zu benutzendes und hochskalierendes Netzwerk aus erneuerbaren Energien, das wollten wir euch präsentieren. Und letztes Jahr sind wir daran gescheitert. Das ist warum. Das ist das Design des Netzwerks, was wir letztes Jahr benutzt haben. Man sieht ganz klar unbalancierte Aspekte. Es gibt, es macht auch gar nicht Spaß, sich das besonders anzugucken. Und es gab leider viele Enttäuschungen beim Benutzen des Netzwerks. Also haben wir es dieses Jahr anders gemacht. So haben wir das diesmal gemacht. Wir haben das gleiche Netzwerk geplant, aber mit einem anderen Zeichentool. Es ist das gleiche Netzwerk mit einem anderen Zeichentool geplant. Schaut euch diese unfassbar schönen orangenen und blauen Linien ein und diesen
tollen Verbindungen. Es ist so einfach und es ist einfach so schön anzuschauen. Aber da haben wir nicht aufgehört. Seit wir angefangen haben zu feiern, wie wir hier das alles aufbauen, haben wir immer schon die Fiberglasleitung hier ins CCH gelegt. Aber diesmal haben unsere total tollen Ingenieure einen komplett neuen Weg gefunden, das Feuer zu entfachen. Man sieht, dass das Fiberglas nun blau und etwas dicker ist als letztes Mal. Das heißt, es ist viel, viel besser. Außerdem läuft da jetzt 100 Gigabyte Internet drauf. Aber das reicht uns nicht. Deutsche Telekom hat uns Vectoring auf ihrem Kabel ermöglicht. Deshalb waren sie in der Lage, uns mit uns einem weiteren 100 Gigabyte Kabel anzuschließen. Mit diesen einfachen Technologie der Uplink-Redundanz konnten wir die Kernnetzwerkinfrastruktur komplett neu gestalten. Wir haben deshalb die verfügbare Bandbreite verbreitet über zwei Core-Router. Mit diesem bahnbrechenden Ansatz haben wir plötzlich kapiert, dass wir die physikalischen Möglichkeiten des Gebäudes an ihre Grenzen gebracht haben. Wir haben nur mehr Moden Glasfaser möglich, das was orange ist. Und für 100 Gigabyte Ethernet brauchten wir aber Single-Mode-Fiberglas, das gelb ist. Zum Glück hatten wir eine Woche lang Teamzeit, in einer einwöchigen Suche haben wir eine Lösung gefunden. Wir haben einfach zwei Single-Mode-Kabel im Gebäude verlegt, damit ihr das Netzwerk erfahren könnt, was ihr verdient. Mit diesem innovativen und starken Backbone installiert haben wir ein zweites Problem entdeckt. Manche von euch Benutzern können sich ihr Equipment nur zu Ethernet-Punkten verbinden. Und das haben wir möglich gemacht an allen Zugangsswitches. Aber es gibt noch eine weitere Sache. An manchen Orten waren wir sogar war es uns sogar möglich, die Switches mit redundanten Bandbreite zu backuppen. Nachdem wir diese ganzen Kabelsachen, die Nerven, geklärt haben, haben wir gehört, dass wir von Kabeln zurückgehalten werden in unserer Idee. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann machen wir das Ganze kabellos. Und in Zukunft soll es also die ganze Energie darin gehen, wie wir die WLAN-Technologie so neu erfinden können, dass es dem Kongress gerecht wird. Wir haben das Gefühl gehabt, dass wir bisher dieses Netzwerk zu weit weg von euch Nutzern gehalten haben. Deswegen haben wir dieses Jahr das Netzwerk dichter an euch rangebracht. In den Hallen 1 und 2 gibt es Access-Punkte unter euren Sitzen, aber wartet, keine Angst, falls ihr euch tatsächlich, falls es irgendwie Probleme mit dem Netzwerk gibt, würden automatisch Netzwerkkabel von überhalb eures Sitzes auf euch heruntergelassen werden. Okay, um das mal zusammenzufassen, unsere Bemühungen. Wir hatten 180 Gigabyte Upload-Kapazität, das über 32 Gigabit pro Sekunde war das höchste Upload und wir hatten fast 8000 Wi-Fi-Nutzer und fast 80% davon waren auf dem 5 GHz Bandbreite. Wir hatten 190 Access-Punkte und Switches, 120 Zugangsswitches. So,
Zusammenfassend haben wir wirklich große Enttäuschungen hinterlassen letztes Jahr bei euch. Aber unser Teamwork und unsere Einstellung und unser fantastisches Team und dem tollen Helptest und durch diese tollen Firmen haben wir es geschafft, euch, wie ihr es verdient, wie ihr in diesem wissenschaftlichen Diagramm sehen könnt, ein besseres Netzwerk gegeben. Denn hier könnt ihr sehen, es kommt 11 bei raus. So we realized that we didn't actually have any facts in this talk. Wir haben gerade verstanden, dass wir quasi eigentlich gar keine Fakten in diesem Talk gehabt haben. Deswegen gibt's kurz Zeit für Fragen. Apparently we answered all the questions. Scheinbar haben wir schon alle Fragen beantwortet. Da ist eine Frage. Sorry. Please repeat the question. Die Frage war, was war das neue Zeichentool, was ihr benutzt habt? Es heißt Inkscape. Ihr habt offensichtlich verstanden, dass ihr das, diese Präsentation jetzt immer geben müsst. Ich hoffe, es ist euch klar. Wir hatten WLAN-Passwörter. Ich vermute, die Frage war, was war das beliebteste WLAN-Passwort? Und wir haben die Statistik gemacht, aber es war ungefähr das gleiche wie letztes Jahr. Deswegen haben wir gedacht, das ist nicht mehr lustig. Okay, es scheint dasselbe zu sein. 33C3, FUBAR. War es wegen euch, dass das CCH für einen Moment in London und in Dublin war? Die Frage war, mit dem Geolokalisieren ist, dass viele verschiedene Server und manche davon als Services so funktionieren, dass sie die MAC-Adresse des WLAN-Access-Punkts angucken und diese WLAN-Access-Punkte werden dann verschiedene Events benutzt, zum Beispiel im Sommercamp in den UK, im MF-Camp oder bei anderen Events zuvor. Es ist also kein Feature, es ist also ein Bug. Ja, es ist ein Bug, aber das ist schwer zu lösen, denn das sind selbstlernende Systeme und du bist gerade in Hamburg und die IP-Adresse wird überall benutzt. Das ist leider was wir nicht fixen können. Aber das nächste Mal, wenn du auf einem dieser anderen Events bist, wirst du dann halt als in Hamburg angezeigt. So ist es halt. Okay, so people in the internet are wondering, Leute im Internet fragen sich, wo ihr das Netzwerk-Equipment heute herbekommen habt, weil sie euch letztes Jahr in Ruhe gelassen haben. Aber der Anbieter hat uns dieses Jahr viel besser unterstützt. Sie haben uns all das wundervolle Equipment gegeben, was wir uns hätten erwünschen können. Und das war wirklich sehr einfach diesmal. How many bandwidth got into cat content? Wie viel Bandbreite kam? Wie 4% der Bandbreite wurden mit Katzenbildern gefüllt. Wir machen eine Deep Packet Inspection. Wir haben keine Ahnung, was ihr gemacht habt. Okay, ist noch Zeit für eine Frage, wenn ihr noch eine habt. Was waren die IPv6-Statistiken? An einem Punkt ist unser Monitoring kaputt gegangen, ich weiß nicht genau. Ich glaube, die Adressen waren viermal so lang wie die IPv4-Adressen. Ist das die Statistik? Nee, die Nummer findet ihr auf dem öffentlichen Dashboard, dashboard.congress@ccc.de. Da könnt ihr das herausfinden. Da gibt es auch die ganzen Graphen und dann könnt ihr es euch da angucken. Wir wollten sie nicht in den Talk packen, das wäre langweilig gewesen.
Die nächste Frage ist, habt ihr Missbrauch, Beschwerden bekommen? Ja, das gab halt diese ein paar automatischen E-Mails, die gar nicht automatisch waren. Und aber es war weniger als letztes Jahr. Es gab, glaube ich, nur 3 Anrufe. Also offensichtlich habt ihr euch dieses Jahr besser verhalten. Eine weitere Frage. The question was, how many access points crashed? Wie viele Access-Punkte sind gecrashed zwischendurch? Ich glaube, keiner. Stimmt das? Well, yeah, apparently. Well, the access points. We had a few issues. Scheinbar gab es ein paar Probleme mit Controllern der Access-Punkte, aber es hat am Ende doch alles funktioniert. Okay, die allerletzte Frage. Wie viele DDoS-Attacken hattet ihr? Nach außen ging einer. Einkommend kamen. Naja, das ist ziemlich nervig, weil man sollte diese Bandbreite wirklich besser benutzen. Das ist einfach nur dumm. Wir finden, das ist kein gutes Verhalten. Das ist ziemlich idiotisch und es ist irgendwie, wenn man seine eigene Infrastruktur und seine eigene Toilette kaputt macht, das ist wirklich dumm. Lass das doch bitte einfach. Okay, weiter geht's mit dem VOG-Team, das euch die Streams und Videoreports organisiert hat. Es wurde gerade das Mikrofon auf der Bühne abmontiert. Das Publikum fängt an, die Denkmelodie von zu summen von Jeopardy. Nein, wir übersetzen jetzt nicht nichts, sondern es passiert nichts. Ist das hier an? So it looks like nobody has anscheinend hat diesen Socket noch nie jemand vorher benutzt. Angeblich hat diesen HDMI-Anschluss noch nie benutzt. Großer Applaus für das Videoteam, endlich ihren eigenen Inhalt nicht angezeigt zu bekommen. Oh, come on, they're all doing an awesome job, just bear with that. Sie arbeiten super daran, einfach nur dabei bleiben.
Applaus aus dem Publikum. Publikum hat gerade der erste angefangen, Dehnübungen zu machen. Und jetzt, nach ein paar kleinen technischen Problemen, können wir anfangen. Ich bin René vom C3 VOG, ich bin Trendy, ich bin auch vom C3 Video Operations Center. Wieder willkommen für den Infrastruktur Review des Video Operations Center. Dieses Mal funktionierte die Opening wirklich. Wir haben sogar, vielleicht werden wir auch irgendwann ein paar Folien sehen. Aus dem Publikum kommt der Ruf, habt ihr versucht, es ein- und wieder auszuschalten? Das ist ein Standardausdruck aus einer englischen IT-Serie, die dort eine komödische... So, unsere technischen Mitarbeiter waren das ganze Zeit sehr gut und jetzt sind sie einfach am... haben sie kleine Probleme. Bringt nichts. Dann haben wir einen DVI-Anschluss. Und das Summen im Publikum geht wieder los. Also, sorry, Pfeifen. Es ist immer noch dieselbe Melodie. Während wir auf die Folien warten, werde ich ein paar Fakten geben. Wir haben das Eröffnungsversion echt richtigzeitig zum Saufen gebracht bekommen mit Ton und Audio. Und vielleicht sehen wir auch irgendwann mal die Folie, die entsprechende Folie. Aber... Das Problem ist, dass das Internet nicht passt. Also ich kann jetzt ein bisschen hören, aber also ich hätte ans Kabel ran müssen.
Also, bitte einmal auf den Laptop da drüben schalten, das Pop kommt mal vor. Oder ein anderes Team. So. Wann habe ich hier keinen? Also, ja, ich springe jetzt einfach mal an mit dem GSM-Netzwerk, mit den Statistiken über dieses GSM-Netzwerk. So, wir haben ein schlechtes Problem mit den Spektren. Wir haben ein Testnetzwerk, das war sehr hilfreich für viele Jahre auf dem Kongress. Und letztes Jahr, letztes Jahr im Frühjahr, hat die Bundesnetzagentur die letzten freien Frequenzen verkauft. Und darum ist es nicht mehr möglich, ein Testnetzwerk anzufragen, eine Lizenz dafür anzufragen, wie wir es vorher gemacht haben. Letztes Jahr hatten wir ein bisschen Hilfe bei den Betreibern, die dieses neue Spektrum gekauft haben. Aber dieses Jahr benutzen sie dieses Spektrum. Und es sah sehr schlecht aus und wir wussten nicht, ob wir wirklich überhaupt ein Netzwerk aufbauen könnten. Im Endeffekt haben wir 5 Frequenzen ausleihen können von der Deutschen Telekom. Vielen Dank an die Deutsche Telekom. Ich weiß nicht, was gedauert hat, um den ganzen Telefonnetzwerk in der Region neu zu planen über Weihnachten, aber sehr cool von denen. Leider war es viel zu spät, um neue SIM-Karten auszudrucken mit dem Thema von diesem Jahr. Also tut uns leid. Und außerdem war es auch so spät, dass wir nicht mehr sehr viele Leute dabei hatten, die daran gearbeitet haben. Aber wir haben es sogar noch mehr Basisstationen aufbauen können. Wir hatten insgesamt 9 in diesen Orten, 6 in Blub, unterschiedliche Arten, dem hier Nano-BTS und alles in einem Einband. Wir haben bis vorsichtig vorbereitet, wir haben das jetzt mal GPRS benutzt, auf einem der 8 Zeitslots in jedem BTS. Und dieses Jahr haben wir es eingerichtet, das ist ein bisschen anders. Wir haben es gestern eingeschaltet und mit dynamischen Timeslots, also mit Timeslot-Verbreitung, aber nur auf den Sysmo-BT-Basisstationen. Die Konfiguration war so, dass abhängig davon, ob man angerufen hat, ob die Benutzer angerufen haben oder GPRS-Paketverkehr darüber laufen lassen wollten, wurden die Frequenzen unterschiedlich zugeschnitten. Jetzt hatten wir eine feste Konfiguration, wo ein Achtel der vorhandenen Frequenzen dafür benutzt werden, um Pakete und GPRS zu versenden. Und dieses Mal war das dynamischer. Und das bedeutet, dass wir viel mehr mögliche Kapazität für Pakete hatten. Aber es wurde nicht benutzt. Zurück zu den Zahlen. Wir hatten ungefähr 3.750 Subscribers.
von SIM-Karten von vielen anderen Events und leider nur 300 neue SIM-Karten wurden dieses Jahr verkauft, die wir vom letzten Jahr einfach übrig hatten. Insgesamt wurden 12.200 Anrufe getätigt und 400 wirklich durchgeführt. Also der Unterschied ist, dass ein Anruf zu erstellen ist, wenn man anruft, und das andere ist established, ist, dass Aufgabe genommen wird. Und es gibt viele Gründe, weshalb eine Verbindung nicht durchgeht. Zum Beispiel das Telefon, was da ist, ist einfach nicht da. Was angerufen wird, ist einfach nicht da, oder es ist keine freie Kanäle oder so weiter. Textnachrichten, paar tausend, 3214 gesendet, 2819 angekommen, das ist sehr gut, das sind nicht viele, die nicht angekommen sind. Und GPRS-Zahlen sind deutlich niedriger als letztes Jahr, obwohl wir mehr, sechsmal so viel möglichen Kapazität hatten, die wir dazu bereitgestellt haben, dynamisch bereitgestellt hätten. Ein Drittel des letzten. Ein Drittel der Bytes wurden gefangen im Vergleich zum letzten Jahr und ein Fünftel des letzten. Also ihr habt letztes Jahr mehr GPRS benutzt. Wir haben ein paar sehr interessante IP-Access-Bugs. Das sind die Nano-BTS-Units, die ich vorhin angesprochen habe. Die sind nicht wirklich stabil. Insbesondere wenn wir GPRS einschalten, dann sind sie nicht ganz stabil. Und ich weiß nicht, also diese sind Fehlernachrichten, die sie senden, und zu dem Basisstation-Controller, den wir benutzen, sind Textnachrichten, Fehlernachrichten, und ich verstehe nicht, wenn irgendjemand weiß, was die bedeutet, was C oder T++ ist, das ist ein Assert-Checking, dass diese Q da ist oder nicht magisch allokiert ist. So, die Q ist irgendwie nicht allokiert, aber sie ist auch nicht allokiert. Also, ich weiß es nicht. Weiß nicht, was die machen. Ich wollte auch noch Danke sagen zu den ganzen Helden, die dieses Netzwerk betrieben haben. Wir hatten die Frequenzen so spät bekommen, dass viele der Leute, die in den letzten Jahren geholfen haben, die waren nicht so darüber, hatten so viel Spaß oder wollten nicht mitmachen, oder die hatten keine Zeit oder andere Pläne. Sie haben mit beim Aufbau und Abbau gemacht, aber der Betrieb dieses Netzwerkes wurde von 3 Leuten gemacht, und 2 Leute haben das zum allerersten Mal gemacht. Und ich möchte vielen Dank an euch geben, weil ihr dieses Netzwerk benutzt habt. Und es ist sehr hilfreich, Fehler zu finden und die Osmocom-Software zu verbessern, wenn sie benutzt wird. Vielen Dank. Und einen Applaus für dieses Videoteam. Im Endeffekt haben wir das dazu gebracht, zu funktionieren. Murphy hat uns am Ende dann doch bekommen. Ey! Großer Applaus aus dem Publikum. Wir haben schon gesagt, das Opening war diesmal mit der echten mit Übersetzung, mit Untertiteln und allem. Super! Der Streaming Delivery Network es gab 17 Relays, 3 interne. Alle über den Deutschen Telekom wurden direkt vom 33C3-Netzwerk gestreamt, und wir hatten 130 Terabyte von Daten, die ausgeliefert wurden. So, wir hatten dieses Mal eine zusätzliche Sprache, eine zusätzliche übersetzte Sprache in 1 und 2 gemacht, mit einem anderen Codex und vielen anderen Fehlern. Wir hatten sehr viele verschiedene Video-Feeds, die wir alle bewachen mussten. Und ja. Auch haben wir dieses Mal zum allerersten Mal MPEG Dash benutzt. Es war nur ein kleiner Test. Es hat am Tag 2 zum ersten Mal eingesetzt, und es gab ein paar FFmpeg-Extensions. Wir werden bald Patches einsenden.
Aber nur ungefähr 30 Leute haben das benutzt. Aber jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Wir haben überall 10GE benutzt. Also wir hatten 4 10GE-Kisten, eine 40GE. Aber wir haben nicht die ganze Kapazität benutzt. Also bitte mehr Streams anschauen. Und oder wir werden in 4K anfangen, die Videos zu streamen. So, hier sind die Statistiken für die Leute, die Streams angeschaut haben. Wir haben da die drei Höhepunkte. Das ist Fefe, methodisch inkorrekt und den CCC-Jahresrückblick. Es haben mehr Leute Fefe angeschaut als methodisch inkorrekt, aber methodisch inkorrekt hatte mehr Bandbreite, weil sich Leute mehr bewegt haben oder es ist mehr Zeug rumgeflogen. So, wir haben auch in unserem fünften Raum, Sendezentrum, haben wir unseren neuen Tele-Intercom-Setup aufgebaut mit einem Raspberry Pi und alles mit Ethernet und hat sehr gut funktioniert. Und wir haben jetzt auch Intercoms für unsere dezentralisierten Events. Also super. Außerdem haben wir dieses Mal zum allerersten Mal Voctomix verwendet. Das ist die Software Videomixer, den wir entwickelt haben für den Kongress. Er wurde in Halle 6 und G verwendet. Und es ist GitHub und so. Benutzt es! Und wir haben auch endlich Flash abgeschaltet. So, zwischen dem Livestream, zum Anfang des Livestreams und der Veröffentlichung der Veröffentlichung hatten wir den Service ReLive, wo man einen Streamdump hat, aber den wir haben machen. Und für einige Browser mussten wir letztes Jahr Flash benutzen, weil HLES-Spielliste sonst irgendwie nicht funktionieren und da war auch ein netter Typ, der gesagt hat, hey, hier ist dieses JavaScript-HLS-Spieler und warum benutzt ihr den nicht? Und das Stream-Team hat gesagt, super, und ja. Außerdem haben wir zum allerersten Mal ein Assembly erstellt, wo ihr lernen konntet, wie C3VOC funktioniert, wie ihr ein VOC2Mix aufbaut oder benutzt und wie ihr euer eigenes VOC aufbaut für kleinere Events, wo wir einfach nicht mehr hingehen können. Wir hatten viele Organisationen zu VOC2Mix und andere Sessions. Also, wir werden daran weiterarbeiten und es war toll, mit euch zu reden. Engel. Wir hatten sehr viele Engel. Wir hatten für den ersten Einführung für die Videoengel hatten wir diesen Raum halb gefüllt. Es waren 250 Engel und es waren ungefähr 12 Stunden Engel-Shift für jeden Vortrag. Also jeder Vortrag im Schedule hatte 12 Stunden Arbeit dahinter. Wie letztes Jahr haben wir in Hallen 1 und 2 Subtitles live von Engeln innerhalb des Raumes geschrieben. Und es waren 80, ihr könnt euch die Zahlen einfach selber durchlesen. Wir haben auch die Subtitles editiert für diesen Raum für methodisch inkorrekt. Und ihr könnt auch wieder die Zahlen sehen. Und ich glaube, 512 Zeichen pro Minute sind ziemlich gut. Aber wir brauchen noch mehr Hilfe, weil nicht nur alle Live-Subtitles benutzbar sind für die Veröffentlichung und ihr müsst alle Subtitles mit allen Sprachen abtippen. Und wenn ihr da helfen wollt, dann geht wieder auf c3subtitles.de. wo ihr sehen könnt, wie man diese Vorträge mit Subtitles versieht. Also, einfach bitte machen.
Hier ist ein Screenshot von dem Interface, das wir benutzen, um die Subtitles zu erstellen. Wir haben 6 parallele Subtitle-Engel. Ja, die letzte Folie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieser Macher auf Bot, der zufällige Tweets macht, und wir finden es sehr schön. Alle Talks werden auf mediaccc.de sein und der YouTube-Kanal mit demselben Namen. Wenn ihr andere seht, werde nicht benutzen, einfach, es ist blöd und das YouTube-Problem. Und wir haben wieder ganz viele Sponsoren zu danken, weil das ist die falsche Bildschirm. So. Also, irgendwelche Fragen? Super. Wer kommt als nächstes dran? Und, ach ja, übrigens, es wäre ein Live-Vortrag mit... Wieder, und jetzt benutzen wir UMTS, also dieses Kabel ist auch nicht angeschlossen. Ne? Schön, das Mikrofon funktioniert. Das ist meine Folie. Ein bisschen daneben, aber das sollte auch vollkommen in Ordnung sein. Besser als überhaupt keine Folien. Ich bin Sebastian von der Seidenstraßengruppe. Seidenstraße ist ein Luftdruck-Nachrichtenvermittlungsservice, also Rohrpost. Und im letzten Jahr hatten wir Feldtelefone und man musste anrufen, wenn man eine Kapsel umleiten wollte, und die ganze Routing musste per Hand gemacht werden, und es ist ein Hackerkongress. Also man ruft nicht Leute an, man soll einfach Knöpfe drücken. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben mehr Autorouter eingebaut. Wir hatten 3 von diesen Routern über dem ganzen Gebäude. Das war auch eine der größten Installationen, die wir bis jetzt gemacht haben, weil hey, es ist das letzte Mal, dass wir es in Hamburg machen, und wir kennen das Gebäude, wir kennen die ganzen geheimen Wege, wo man die Kabel, die Rohre durchschieben kann. Und beim letzten Mal, dass sie alle benutzen. Und das war sehr groß. Und wir hatten einen Autorouter, als wir das Setup hier angefangen haben, und die ganzen anderen wurden hier aufgebaut mit Materialien, die rumlagen. Das nächste, was wir erkannt haben, ist, wir mussten diese großen Feuerschutztüren überbrücken, in den Rolltreppen vom Sendezentrum in Halle 1. Da ist eine große Feuertür, die im Boden war, und wir durften da nichts drüber legen, weil die Tür kann die Rohr nicht zerstören, und wenn es brennt, dann haben wir ein Problem. Also haben wir einen Notfall-Ops-Schalter eingebaut. Der funktioniert elektromagnetisch. Im normalen Fall haben die Elektromagneten Strom und der floss durch wegen Elektromagneten, und sobald die Tür öffnet und den Schalter trifft, dann gehen die Elektromagneten aus und das Rohr fällt runter, und hoffentlich tut es niemandem weh. Und da wir Autorouter hatten, haben einige Leute entschieden, wir brauchen auch automatische Kapseln-Scanner. Das heißt, man kann Kapseln einfach senden mit einem Code, den man draufkleben kann. Die haben wir nie benutzt hier in diesem Jahr. Es funktioniert, aber wir hatten ein paar Probleme, es damit anzuschließen. Und darüber werde ich jetzt in einer Minute reden. Das andere, was wir gebaut haben, wir hatten ein neues User-Interface. Also im Gegensatz von Feldtelefonen haben wir ein Keypad gehabt, also eine Tastatur, wo man die Nummer eingetragen hat, wo man es hinsenden wollte. Man hat Enter gedrückt, man hat gewartet, bis man das Bildschirm gesagt hat, einschalten, und dann wurden gesaugt. Und alles super. So haben wir uns gedacht. Und das Problem ist, ich habe die letzten 2 Monate daran gesetzt, elektronische Sachen zu analysieren. Das sind sehr viele
Busse, die wir benutzen. Wir haben unsere eigene Busarchitektur und ich habe sehr stark daran gearbeitet, dass es rechtzeitig fertig wird, aber weil ich ziemlich spät angekommen bin, habe ich gesagt, habe ich sie vorher geschickt wegen mit DHL und DHL hat wirklich Angst vor uns. Sie haben uns sabotiert und das Paket mit den Receivern, das waren 20 Bus-Transceiver, ich habe 10 vorher fertig gemacht und hingesendet und die 10 sind gestern angekommen. Also das nächste Mal senden wir es lieber mit Seidenstraße. Das ist deutlich schneller. Im Endeffekt mussten wir damit arbeiten, was vorhanden war. Und das waren 6 oder 7 Transceiver, die ich zurückgehalten hatte, weil sie nicht funktioniert haben, als ich das Paket verpackt habe. Und ich musste sie reparieren. Also habe ich den Weihnachtsmorgen in meinem Keller rumgelötet. Und damit hatte ich kein Problem. Ich bin kein großer Fan von Weihnachten. Also über die Zahlen. Wir hatten 10 Stationen. Jede Station hatte einen Transceiver. Also wir hatten nicht Transceiver, ausreichend Transceiver für alle Stationen. Das nächste Problem war, jeder Router braucht auch einen Transceiver. Also noch 3 weitere, die uns fehlten. Wir haben auch 100 Meter... ein Kilometer Rohr benutzt. Das ist ein bisschen mehr als letztes Jahr, aber ich glaube nicht, dass die meiste Rohr, das wir je benutzt haben, wir wissen die Zahlen jetzt nicht so genau, weil wir haben die übrig gebliebenen Rollen gezählt und dann haben wir uns gefragt, wie viele Rollen haben wir im Endeffekt bestellt und bleibt es irgendwas über und ist so ein bisschen ungenau. Wir haben auch, seit wir diese großen Hardware-Probleme hatten, haben wir von Tag 0 bis Tag 1 die ganze Nacht durchgearbeitet, auch von Tag 1 nach Tag 2, damit irgendwas funktioniert. Und wir hatten die wir hatten Push-Pull-Switch, der funktioniert hat. Und ein Router hat auch funktioniert, der andere hatte mechanische Probleme. Und in diesem Zeitpunkt, aus irgendeinem Grund, wurde in Arduino kaputt gegangen. Dann hatten wir nicht genug Microcontroller für die ganzen Stationen und es waren wieder wie 2016 viele Hardware, die sehr wichtig für uns war, ist einfach ohne Grund gestorben. Ein anderer wichtiger Faktor war, wir konnten nicht zählen, wie viele Kapseln durchgesendet wurden, weil wir die Hardware, die dafür benutzt werden sollte, für etwas Wichtigeres benutzt haben. Also 3 Fragezeichen. Es müssen ungefähr 100 Kapseln sein, so aus meinem Bauchgefühl heraus. Ein Signalbus, der wichtiger und wichtiger wird, weil wir das ganze Netzwerk im nächsten Mal wieder automatisieren wollen. Dieses Mal war es der erste wirkliche Test mit vielen Geräten auf dem Bus und es hat relativ gut funktioniert. Es waren ein paar komische Sachen am Anfang, aber die konnten wir reparieren und wir haben 1 Kilometer Kabel, weil jedes Mal, wo ein Rohr entlang ging, haben wir auch ein Kabel gelegt. Wir haben diese schönen Feldtelefonkabel, die wir benutzen können, um den Rohr an die Decke zu bauen. Und anstelle von Seilen haben wir Kabel benutzt. Und es sieht nicht so schön aus. Und vielleicht denke ich mir nicht drüber nach, aber das Kabel ist sehr robust und hat sehr gut funktioniert. Also kein Problem. Zudem war es das erste Mal, dass wir diesen Bus mit vielen Transceivern benutzt haben, die relativ weit auseinander waren. Wir hatten bis zu 400 Meter zwischen den Transceivern und im Endeffekt hat alles gut funktioniert. Wir hatten sogar ein paar der Keypads, die funktioniert haben. Wir hatten ein bisschen automatisches Routing. Das letzte Teil war verspätet, hauptsächlich weil die Netzwerk-Control-Software nicht getestet werden konnte, weil wir die Hardware nicht hier haben konnten, um die Integrationstests durchzuführen. Und wisst, wie das ist, man schreibt eine Spezifikation, ein anderer schreibt eine Komponente nach den Anforderungen und sobald man uns verbindet, geht alles kaputt. Also wir hatten ein bisschen Pech dieses Mal. So, im Endeffekt, wir haben es gerade dafür für euch funktionsfähig gemacht, damit wir es jetzt wieder auseinanderbauen können und wir brauchen ein bisschen Hilfe, um alles zurück in die einzuräumen. Und es wäre super, wenn ein paar von euch ein bisschen Zeit da reinstecken könnte, das schließt nach dem Schlussevent mit abzubauen. Und wir wollen das auch verbessern. Die Erfahrungen von diesem Jahr waren nicht so gut und im nächsten Jahr wollen wir, dass alles sehr gut funktioniert.
und wir haben schon die Hardware verteilt und dieses Mal wird nicht nur, weil mein Paket zu spät kommt, keine Hardware vorhanden ist und wir brauchen noch Leute, die Software schreiben können. Die Betriebe, Treiber sind, werden wir fürs nächste Jahr brauchen. Also wenn ihr bei der Seitenstraße helfen wollt, dann versucht unsere Mailingliste, folgt uns auf Twitter, versucht IRC. Wir haben auch GitHub-Accounts, wir haben einen ganzen Quellcode drin. Also wenn ihr euch den Quellcode anschauen wollt und da irgendwas ist, was ihr verbessern könnt, schaut euch den an. Und ja, vielen Dank. Das ist alles von mir. In case you wanted, it seems that neither Pog nor Cert are about to...